Gut. So, herzlich willkommen beim nächsten Vortrag mit dem Titel 9 Point Ways to Support Education. Der Vortragende ist Eike Rösch. Sein Vortrag ist pre-recorded. Er wird sich dort auch kurz noch selbst vorstellen. Alle User sind momentan gemutet. Das heißt, ihr könnt aber Fragen an den Vortragenden im Public Chat hinterlegen und er wird Ihnen diese Fragenliste durchgehen und entsprechend Antworten geben. Wir können nachher auch über der angekündigten Zeit hier noch im Raum sein. Ich werde dann auch alle unmuten und ihr könnt dann die Diskussion fortsetzen. Ich lasse jetzt kurz das Video laufen. Ja, ich begrüße euch sehr herzlich zu meinem Input 9.5 Ways to Support Education. Mein Name ist Eike Rösch. Ich bin Medienpädagoge, in der Jugendarbeit tätig und war lange auch Dozent an der Pädagogischen Hochschule in Zürich und erlebe an der Schnittstelle von Medien, Technik und Pädagogik immer wieder Menschen aus der Nichtpädagogik, die insbesondere für die Schule Impulse geben möchten, aber auch, dass diese Impulse nicht richtig ankommen. Und mein Ziel ist heute, ein bisschen eine Brücke zu bauen, eine Brücke für engagierte Menschen, Nerds rund um die digitale Gesellschaft, die ihre positiven Visionen von Digitalisierung in die Schule, in die Pädagogik bringen möchten und damit auch eine Brücke für Projekte, die offen sind, frei und den Menschen dienen sollen und damit ein bisschen auch vielleicht eine Brücke bauen für eine gute Digitalisierung im pädagogischen Bereich. Der Hintergrund von dem Ganzen ist eine Umbruchssituation, auch die Pädagogik ist im Umbruch und das ist ein bisschen zu vergleichen wie das Baustellenbild, die Baustellenmetapher, die ich mitgebracht habe. Wenn man aus so einer Baustelle kommt, dann hat man vielleicht den Impuls mitzuhelfen und es ist aber immer schwierig, wenn man nicht weiß, wo. Und deswegen möchte ich heute eine Innensicht geben, eine Art subjektiven Wunschzettel und Anknüpfungspunkte aufzeigen, wo man auf dieser großen Baustelle, die da gerade am Laufen ist, mithelfen kann und aber auch Tipps geben, was man beachten soll, also Tipps für ein gutes Gelingen, um die Digitalisierung im pädagogischen Bereich zu begleiten. Education heißt in dem Zusammenhang hier, bezieht sich auf zwei Bereiche, den schulischen Bereich und den außerschulischen Bereich, die Volksschule und Jugendarbeit. Volksschule ist dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Pflichtveranstaltung ist. Sie ist Pflicht für alle aus der Gesellschaft. Das heißt im Umkehrschluss, Volksschule muss auch für alle funktionieren, für alle aus der Gesellschaft. Das bedeutet auch viel Planung, viel Standardisierung und eine eher bessere finanzielle Ausstattung. Die Jugendarbeit dagegen ist geprägt durch Freiwilligkeit, Offenheit. Sie ist eben keine Pflichtveranstaltung und weil sie freiwillig ist für die Beteiligten, muss sie sich sehr an Kindern und Jugendlichen orientieren und macht deswegen viele kleine unterschiedliche Angebote, die sich im Idealfall möglichst an den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen ausrichten. Und Jugendarbeit hat insbesondere im Vergleich zu der Volksschule eine eher schlechtere finanzielle Ausstattung. Das heißt, es sind zwei Bereiche, die ganz unterschiedliche Voraussetzungen, unterschiedliche Bedürfnisse haben und auch unterschiedliche Möglichkeiten, aber auch Gemeinsamkeiten. Und ich werde jetzt nach und nach auf die beiden Bereiche eingehen mit meinen 9,5 Thesen, um eine gute Digitalisierung zu unterstützen. Ich werde zuerst auf die Schule eingehen, dann auf die Jugendarbeit und aber auch Aspekte aufzeigen, die beide Bereiche betreffen. Bei der Schule finde ich wichtig, immer genau hinzuschauen. Ich erlebe es immer wieder, dass in
Projekten von Menschen, die sich an Schule richten, davon ausgegangen ist, dass Schule wie früher ist, also meistens so, wie man die Schule selbst erlebt hat, dass sie sich kaum bewegt hat, dass es eine alte Pädagogik ist, Frontalunterricht und so. Auch eine schlechte technische Ausstattung. Das stimmt natürlich in Teilen, aber in ganz großen Teilen ist Schule sehr stark in Bewegung. Es gibt viele Gemeinden, viele Schulen, die sich beschäftigen damit, wie eine zeitgemäße Pädagogik aussehen kann. Eine Pädagogik und Schule, die sich die Kinder und Jugendliche auf eine veränderte Gesellschaft vorbereiten. Und dazu gehört auch, insbesondere nach dem Lehrplan 21, wo Medien in die Volksschule gehören, eine teilweise gute, eine teilweise sehr gute Ausstattung im technischen Bereich. Und meiner Meinung nach bedeutet das insbesondere, dass die digitale Pionierphase vorbei ist. In den letzten 30 Jahren waren es vor allem Engagierte, die Medien in die Schule bringen wollten und auch eine hohe Bastel- und Improvisationsaffinität hatten. Heute ist es so, dass Medien zum Standard gehören in der Schule und deswegen ist es eine breite Ausstattung und es gibt aber auch viele Expertinnen und Experten, also Menschen, die sich um technischen Support kümmern, Medienpädagogen, die sich um pädagogisch-technischen Support kümmern und viele dezidiert ausgebildete Lehrpersonen, die ganz gut mit auf die Arbeit mit Medien auch ausgebildet sind. Dazu gehören auch entsprechende Tools und ein Phänomen in den letzten Jahren ist Office 365. Das habe ich als Beispiel mitgebracht, um mal drauf zu schauen, was macht denn ein Tool erfolgreich in der Schule. Und für mich ist das beispielhaft. Office 365 hat sich in den letzten Jahren sehr stark in der Volksschule in der Schweiz verbreitet und meine Analyse bei dem Ganzen ist, dass Office 365 Wünsche von verschiedenen Beteiligten und entscheidenden Beteiligten im wahrsten Sinne des Wortes befriedigt, also Administratorinnen und Administratoren, Lehrpersonen, aber auch den Rechtsdienst. Und es ist nicht unbedingt so, dass durch das Produkt an sich das Ganze erfolgreich geworden ist. Und zum anderen ist es so, dass es so ein Phänomen gibt oder den Effekt, dass eine kritische Masse erfüllt ist. Das heißt, es hat so eine starke Verbreitung, dass die, die jetzt ein bisschen verspätet auf den Zug aufspringen, sich daran orientieren, was die anderen machen. Und wenn viele Office 365 in der Schule einsetzen, dann hat es so einen Herdeneffekt, dass andere es ihnen gleich tun. So, und wenn es gibt jetzt einige Initiativen, die Tools, Open-Source-Tools, insbesondere in die Schule bringen wollen. Und da kann man sich von Microsoft an der Stelle ein bisschen was abgucken. Ich finde, wenn man Tools in die Schule bringen muss, dann ist es wichtig, dass Tools funktionieren müssen. Also man muss sich wirklich darauf verlassen können. Man kann nicht darauf vertrauen, dass es ja Engagierte sind, die dann schon basteln können, sondern Lehrpersonen gehen heute davon aus, dass es funktioniert im Normalfall. Und die Tools müssen insbesondere auch einfach funktionieren. Wichtig ist auch, und ich finde eigentlich das Entscheidende ist auch, dass es Admin-Features und Schnittstellen gibt. Ich habe einen Screenshot mitgebracht von eWolke. Das ist eine kommerzielle Nextcloud-Installation und dort ist es so, dass man sich hinter den Kulissen unter anderem LehrerOffice bedient. LehrerOffice ist eine Software, wo Personendaten gepflegt werden und es gibt einfach Schnittstellen zu der eWolke, die es Administratorinnen und Lehrpersonen einfacher machen, Accounts zu erstellen und damit mit der Software zu arbeiten. Und damit hat eWolke mittlerweile eine ganz beachtliche Verbreitung in Volksschulen in der Deutschschweiz bekommen. Der dritte Aspekt sind Inhalte für die Schule. Es gibt viele Initiativen, die Unterrichtsmaterialien, insbesondere zu Technik und zu Medien, bereitstellen möchten. Und meiner Meinung nach sind die in der Breite wirklich nur dann erfolgreich, wenn sie professionell und detailliert ausgearbeitet sind.
Das Zauberwort in dem Zusammenhang heißt Pfannenfertigkeit. Pfannenfertigkeit ist das Killer-Feature für Lehrpersonen, wenn die Materialien so aufbereitet sind, dass Lehrpersonen die Materialien mit relativ wenig Aufwand an die eigenen Gegebenheiten anpassen können, dann sind sie erfolgreich und werden auch genutzt. Und das bedeutet, dass sie ähnlich ausgearbeitet sind wie von den Lehrpersonen selbst. Das heißt, sie müssen sich klar am Lehrplan orientieren, also sie müssen auch deutlich machen, welche Inhalte aus dem Lehrplan werden bearbeitet. Es muss möglich sein, sie mit allen Schülerinnen und Schülern, also mit Blick auf die Heterogenität in der Klasse, zu bearbeiten. Sie müssen mit einer normalen Klasse im Idealfall bearbeitbar sein. Und ja, also es hilft nicht unbedingt was, wenn man sich an starken Schülerinnen und Schülern und an einer kleinen Gruppe orientiert. Abschließend für die Schule habe ich einen Wunsch oder ja, einen als Empfehlung verpackten Wunsch, dass Initiativen, die in die Schule kommen, sich möglichst an einer langfristigen Zusammenarbeit orientieren. Es gibt viele Initiativen, die Lehrpersonen Inhalte anbieten, also dass sie anbieten, bestimmte Inhalte für die Lehrpersonen zu übernehmen. Und das wird auch dankbar angenommen, weil es sind Angebote, die erleichtern Lehrpersonen das Leben. Oft sind aber solche Angebote an eine Projektförderung, an Stiftungsförderung gebunden. Und wenn die Finanzierung wegfällt, fällt das Projekt weg und so ist die Initiative wenig nachhaltig. Und meine Empfehlung wäre in dem Zusammenhang eher darauf zu achten, dass es eine langfristige Zusammenarbeit ist, die auch ein finanzielles Engagement von der Gemeinde und der Schule erfordert und Schule gleichzeitig aber dazu bewegt, sich zu verändern und selber zu beginnen, die Inhalte, die bearbeitet werden, zu integrieren, dass dann das eigene Anliegen, was man ja eigentlich in die Schule bringen möchte, auch längerfristig verankert wird. Das sind Empfehlungen zur Schule. Bei der Jugendarbeit sehen die Gegebenheiten grundsätzlich anders aus. In der Jugendarbeit mangelt es oft immer noch an Ausstattung. Ein Thema, was mir immer wieder begegnet, ist immer noch WLAN in Jugendtreffs. Das ist kein triviales Thema. Es gibt einige Lösungen dazu, aber es gibt immer noch einen großen Bedarf, damit zu arbeiten. Und Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter sind meistens relativ begeistert, wenn ich von Freifunk und den Möglichkeiten von Freifunk erzähle. Und in der Jugendarbeit gibt es zwar oft eine schlechte Ausstattung, aber eine Offenheit auch strukturell für individuelle Lösungen. Und meiner Meinung nach können durch Partnerinnenschaften, also durch Initiativen, die das Know-how in die Jugendarbeit bringen und aber mit den Jugendarbeiterinnen zusammenarbeiten, kann die Situation verbessert werden. Und das hat bei der Jugendarbeit noch einen besonderen Effekt oder einen besonderen Wert, weil in der Jugendarbeit gibt es die Möglichkeit, dadurch das Selbermachen anzuregen. In der Jugendarbeit ist nämlich Beteiligung ein wichtiges Prinzip. Kinder und Jugendliche sollten die Angebote, die sie in Anspruch nehmen, beziehungsweise die sich an sie richten, mitgestalten können. Und das Prinzip kann man auch auf die technische Ebene übertragen. Und da hat es dann das Potenzial, Kontrolle wieder zu erlangen, gestalten zu können und zu lernen, wie das funktioniert. Und da lassen sich beide Sachen verbinden. Die Ausstattung und die pädagogische Ebene, dass es möglich ist mit entsprechendem Know-how. Und da bieten Commons und Open-Source-Projekte ein großes Potenzial, zusammen mit Jugendlichen und mit den Jugendarbeiterinnen zu schauen, wie das Ganze funktioniert, wie man das gestalten kann und dadurch gleichzeitig eine Ausstattung zu schaffen. Und da sind Partnerschaften gefragt, also Zusammenarbeiten zwischen Vereinen und Initiativen, wo Jugendarbeit dabei unterstützt wird,
ihre Angebote weiterzuentwickeln. Das hat, finde ich, ein riesiges Potenzial. Ein Bereich, der eher beide Bereiche Schule und Jugendarbeit betrifft, sind Tools. Und meiner Meinung nach ist es nicht so, dass für die pädagogische Arbeit entscheidende Tools noch fehlen, sondern oft ist es so, dass Kleinigkeiten fehlen, um Open-Source-Tools geeignet zu machen für die pädagogische Arbeit. Und es gibt vermehrt Hackathons, die sich spezifisch an den sozialen oder auf den sozialen Bereich abziehen. Und das hat für mich ein großes Potenzial, insbesondere Open-Source-Projekte so weiterzuentwickeln, dass sie noch viel besser für die pädagogische Arbeit geeignet sind. Also spezielle Features zu entwickeln, Plugins für bestehende Software. Nextcloud ist da, finde ich, ein gutes Beispiel. Das ist schon sehr mächtig und wird auch schon verbreitet eingesetzt. Und es gibt einzelne Features, die das Ganze noch unterstützen können. Und es gibt auch die Möglichkeit, immer noch ein Mini-Web-Tool zu entwickeln, was manchmal ganz spezifische Aspekte von pädagogischer Arbeit gut löst. Und auch da gibt es die Möglichkeit, das gemeinsam zu entwickeln und dann dafür zu sorgen, dass es souverän funktioniert. Zum Schluss einfach nochmal ein Hinweis, um das ins Bewusstsein zu rufen, weil das passiert schon recht viel an der Stelle. Die inhaltliche Arbeit, die verschiedene Bereiche betrifft, Netzpolitik, Beispiel ist Urheberrecht. Da möchte ich dazu ermutigen, auch den pädagogischen Bereich immer im Blick zu behalten und sich mit Menschen aus dem pädagogischen Bereich auszutauschen über Bedürfnisse im Zusammenhang mit politischen Prozessen, also die sich an bestimmten Gegenständen ausrichten, wie es zum Beispiel im Urheberrecht ist. Ein Urheberrecht ist immer ein Aspekt, der die pädagogische Arbeit und den Lebensalltag von Kindern und Jugendlichen besonders betrifft. Und da ist es gut, also in der Pädagogik und in der Netzpolitik kämpft man da getrennt und bezieht sich zum Teil aufeinander und ich finde es wichtig, das immer im Blick zu behalten und sich gegenseitig da zu unterstützen. Und die allerwichtigste, allerletzte Empfehlung ist, ich möchte dafür Werbung machen, langfristig weiter Netzwerke zu knüpfen, also da im eigenen Umfeld zu schauen, in der Gemeinde, in der Schule. Wer ist da aktiv? Wer ist für Medien zuständig? Vielleicht an Hochschulen? Welche Akteurinnen gibt es da, mit denen man zusammenarbeiten kann? In der Jugendarbeit? Wer macht die lokale Jugendarbeit? Was haben die für Bedürfnisse? Wie kann man sie unterstützen? Gibt es vielleicht Initiativen, die man kennt, die diese Bedürfnisse unterstützen könnten? Und so langfristig Netzwerke zu knüpfen, das digitale Umfeld von Pädagogik so zu gestalten, dass Konzerne nicht so eine große Reichweite in der Pädagogik bekommen. Dankeschön. So, vielen Dank, Eike, für den interessanten Vortrag. Nochmal Aufruf ans Publikum. Über den Public Chat habt ihr die Möglichkeit, jetzt Fragen zu stellen. Bis soweit ist noch schnell eine Frage von meiner Seite, Eike. Education heißt ja auch teilweise Elternmitwirkung. Was können hier Eltern, welche Einflussmöglichkeiten haben die Eltern? Meinst du in der Unterstützung oder in der praktischen Mitarbeit? In der Unterstützung, also teilweise auch, um Open-Source-Tools vermehrt an den Schulen zu bringen. Ja, also ich finde, sie können auch mit Werbung machen. Und ich finde, es sind aber eher, also ich nehme es eher so wahr, dass es eher strukturelle Sachen sind, die es behindern, dass Open-Source-Tools dann konkret an die Schule kommen. Also ich glaube eben, also mein Approach ist dann eher weniger zu sagen, ja, es braucht noch viel Werbung. Was es vor allem braucht, ist strukturelle Begleitung,
dass sie gut ausgearbeitet und gut integriert sind, dass sie dann wirklich an die Schule kommen. Und wenn das so ist, dann können Eltern dazu beitragen, dass es auch dann auch wirklich reinkommt. Das ist ein guter Hinweis. Also die ersten Fragen kommen rein. Ich glaube, du solltest sie momentan sehen, Eike, im Public Chat. Und du kannst diese auch direkt dann beantworten. Ja, was ich sehe, Raxpa schreibt, wie schätzt du den Aufwand ein, um eine Speicherlösung im Unterricht einzuführen? Ich verstehe jetzt die Frage noch nicht ganz. Also es bezieht sich auf Nextcloud, eWolke, Office 365. Vielleicht ist es gemeint, wie unterschiedlich ist der Aufwand? Ist es denn auch möglich, dass die Beteiligten was sagen? Also er erwähnt noch zeitlich für die Ausbildung. Also ich glaube eben, das Office 365 zeichnet sich dadurch aus, dass eigentlich das meiste schon gemacht ist. Bei eWolke, das ist schon an die Schule angepasst und da funktioniert es auch recht gut. Und insbesondere ist es auch so, dass dann eine Integration mit mobilen Lösungen und so schon vorhanden ist. Also gibt es eben Lösungen, das ist, glaube ich, auch recht leicht möglich, deswegen funktioniert es auch gut. Bei Nextcloud an sich ist es schon viel schwieriger, weil die ganzen Anpassungen muss man auch machen. Man muss den Rahmen noch bilden für die jeweilige Schule. So, und wenn es bei Ausbildung noch um Lehrpersonenausbildung geht, dann ist es eigentlich kein großer Unterschied. Aber es muss erstmal gut funktionieren. Und das macht es eben aus. Andere Frage ist, wer betreibt eigentlich eWolke? Das ist eine Firma aus dem Kanton Zürich, soviel ich weiß. Da bin ich aber jetzt schlecht vorbereitet. Das Okay. findet ihr am Ende schneller auf der Webseite. Sonst noch als Hinweis, es gibt ja noch den Open Education Server von CA Open, der ja auch, glaube ich, 1 Giga oder 5 Giga, weiß ich jetzt nicht mehr, den Schulen zur freien Verfügung stellt. Ja. Und also das ist ein bisschen auch ein Bezugspunkt von, ich habe keine konkreten Beispiele genannt, wo ich finde, dass es nicht funktioniert, weil ich im Vortrag niemanden in die Pfanne hauen wollte. Irgendwie, als ich mir den Open Education Server angeguckt habe, gab es aber keine, ich kann mich da anmelden, ich kann auch Benutzer einrichten und so. Aber wenn ich das für die ganze Klasse machen muss, oder am Ende für die ganze Schule, ist es mega aufwendig. Und ich habe da keine Lösung gefunden, wie sowas allein möglich ist. Also allein die ganzen Strukturen abzubilden, die eine Schule hat. Genau, AnyKey ist es. Danke für die Ergänzung. Und ja, also das wäre eben, finde ich, eine Verbesserung. Vielleicht ist es jetzt, gestern wurde hier eine neue Version angekündigt, also eine Weiterentwicklung vom Open Education Server. Und vielleicht ist es ja jetzt so, dass es recht leicht möglich ist, also so strukturelle Gegebenheiten abgebildet werden. Und das ist eben ein konkreter Vorschlag von mir. Gut, ja. Also die Fragen kommen rein. Also die nächste Frage wäre die von Fabio Eike. Ich muss erstmal lesen. Ich nehme es so wahr, dass es auf die Ambivalenz abzielt, wenn es um also Microsoft ganz konkret geht. Also, dass man die Programme bedienen sollte, aber gleichzeitig auch Alternativen in die Arbeit bringen muss. Und ja, ich finde das persönlich nicht so das Problem, weil also auch mit anderen Office-Versionen kann man ja die meisten, also man lernt ja, kann ja auch grundlegende Kenntnisse über Office-Systeme da erwerben. Der Krigi schreibt,
Welche Bedingungen, Voraussetzungen braucht es denn, damit Open-Source-Lösungen wieder etwas Terrain zurückgewinnen? Also was meiner Meinung nach fehlt, ist, also ich finde es mega cool, Open Education Server, habe ich gedacht, mein Gott, wie cool, sowas habe ich mir gewünscht, dass es einfach eine Nextcloud-Installation gibt, wo man relativ leicht Zugang hat. Und ich finde, was noch hilfreich sein könnte, wäre eine Integration von verschiedenen Projekten, also dass man es irgendwie hinbekommt, so eine Flankierung von solchen Angeboten zu bekommen, dass es für Schulen und Bildungseinrichtungen als Paket wahrgenommen werden kann. Also dass ich, also Office 365 ist einfach so das Rundum-Sorglos-Paket für Schulen. Wenn ich das, ich kann da einen Vertrag abschließen und dann habe ich alles. Und bei anderen Lösungen muss ich viel basteln. Das hat natürlich auch immense Vorteile, aber gerade die, die eher nicht so engagiert, also also für die Breite des Feldes in der ganzen Unterschiedlichkeit ist es eben gut, leichte Lösungen zu haben. Und da wäre es vielleicht gut, noch viel mehr daran zu arbeiten, solche Angebote zu integrieren, damit Schulen das recht leicht nutzen können. Also die Dann erste Frage, ja. die Frage nach dem externen Angebote im Standardstundenplan und dann noch die Frage nach der Finanzierung. Zu der Finanzierung kann ich peinlicherweise nicht so viel sagen. Also meistens also ich erlebe so die Schule, die Gemeinde kann dafür eben ein Budget schaffen. Oft ist es dann so, dass Chaos macht Schule zum Beispiel, macht ja auch Angebote, was auch das Interesse hat, die eigenen Anliegen in die Schule zu bringen. Und ich erlebe es so, dass es immer sehr dankbar angenommen wird, wie ich gesagt habe, und dass es eigentlich einen großen Raum dafür gibt. Also jetzt gibt es Medien und Informatik in der Schule und gerade da haben viele Lehrpersonen gesagt, sie sind ganz froh, dass es eben jetzt gerade für den Übergang viele externe Anbieter gibt, die in einzelnen Themenbereichen ihnen erstmal die Arbeit abnehmen können, dass sie sich auf andere Sachen konzentrieren müssen, wenn sie das jetzt alles neu einführen müssen. Deswegen, es gibt da, glaube ich, eine große Offenheit dafür. Kann ein Problem auch sein, dass viele Schulen zum Beispiel gar keinen IT-Administrator haben und deshalb einfach von vornherein auf externe Provider ausgerichtet sind, die ihnen eigentlich die gesamte Arbeit abnehmen? Ja, also ich würde sagen, irgendwie ist das Problem gelöst. Also oft sind es dann Firmen, die das machen, aber die Entscheidungen werden dann immer noch in der Schule und in der Gemeinde gefällt und das sind bewusste Entscheidungen. Also ich finde, das ist nicht das Problem, sondern es ist eher, also ich drehe das um. Es ist bei vielen Angeboten eben noch nicht klar, dass es so professionelle Strukturen in der Schule gibt und dass es eigentlich fast immer geklärt ist, wer den IT-Support macht und das Ganze zur Verfügung stellt. Gut, ich glaube, die nächste Frage ist dann von Krigi. Ja. Gesetzliche Vorgaben zum Datenschutz? Ja, das ist eben auch Microsoft waren die Ersten, die es hingekriegt haben, das rechtssicher Office 365 anzubieten. Deswegen haben sie einen riesen Geländevorsprung gehabt. Und das ist eigentlich eher ein Vorteil von lokalen Open-Source-Initiativen, finde ich. Weil also Google hat ein viel größeres Problem damit gehabt, weil sie eigentlich ihre Server woanders haben und von der Ansprechbarkeit und Gerichtsstand ganz zu schweigen. Und das finde ich für Open-Source-Projekte relativ leicht zu lösen. Aber vielleicht bin ich da auch einfach, es ist nicht mein stärkstes Feld, der Datenschutz. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen blauäugig. Eine andere Frage ist, dass es schwierig sei, Lehrpersonen den Umgang mit Office 365 beizubringen und dass sie nicht über Teams herauskommen. Also eben die Ja. Schülerinnen hängen dann in der Luft, also das kann ich bestätigen, während dieser Covid-Zeit.
Ja, also da hat es das oft gegeben und ich sage auch nicht, dass es alles paradiesisch ist. Es ist aber, ich finde, vor allem in der, also ich rede eigentlich immer nur von der Schweizer Volksschule, da ist sehr viel passiert und da gibt es auch sehr viel Weiterbildungsbemühungen und es gibt es natürlich noch, dass da noch einiges an Weiterbildung zu tun ist. Es ist aber schon viel passiert. Und was es eben auch noch nicht an allen Schulen, also es gibt so das Modell von einer Medienfachberatung, pädagogischer ICT-Support, also Menschen, die Lehrpersonen unterstützen können, das gibt es auch noch nicht überall. Und das finde ich eine sehr gute Lösung, um Lehrpersonen zu unterstützen in so einem Veränderungsprozess. Also nicht nur zu sagen, ihr müsst euch weiterbilden und dann macht es dann, sondern auch Personen einzustellen oder ihnen Pensen zu geben, die sie dann auch tatsächlich in der pädagogischen Arbeit unterstützen können. Es kommen anscheinend noch ein paar Fragen rein. Wir warten noch ein wenig. Ja, scheint noch ein wenig zu dauern. Gut, also die Frage ist. Die externe Weiterkurse, eWorker, es gibt viele Anbieterinnen. Es gehört also zu einem gelungenen Veränderungsprozess gehören natürlich Weiterbildung und da sind verschiedene Anbieter, also pädagogische Hochschulen machen ganz viel und es gibt auch private Anbieter, die solche Weiterbildungen und Begleitungen übernehmen. Die Finanzierung hängt eben, das ist alles im Grunde dann Gemeinde- und Schulpolitik. Wie viel Raum wird denn dem Ganzen eingeräumt? Und da ist es natürlich gut, dann solche Prozesse zu begleiten, also mit den Beteiligten zu sprechen. Und dann als Eltern kann man natürlich auch dann Impulse geben, aber auch von außen als Organisation dann darauf hinzuweisen, dass es solche Modelle gibt. Und vielleicht auch Beispiele zeigen von Schulen, die das gut gelöst haben. Die Frage noch, Volksschulen und Jugendarbeit, einen IT-Interessensverband zu haben, der den Einsatz von IT-Tools verbreitet. Ja, ich finde sowas sehr cool. Nehmen wir Also das in, auf als Pendenz. ja genau. Also insbesondere solche Projekte wie es gibt ja EduRoam und wer einmal EduRoam erlebt hat, also ich bin ein mega EduRoam-Fan und es ist ja eigentlich auch nach meiner Kenntnis eine offene Technologie, die eigentlich jeder einsetzen kann. Das ist einfach organisatorisch ziemlich tricky. Aber wenn es sowas für Jugendarbeit oder andere Bildungseinrichtungen gäbe, dann wäre das ja mega cool. Und so, das hat eben, glaube ich, noch ein gutes Potenzial, sich so zusammenzutun und dann das gemeinsam zu lösen. Das ist wahrscheinlich auch noch so ein Ding für weitere Netzwerkarbeit. Ich versuche immer, also wir versuchen in unserem Verein, ich bin tätig bei Jugendarbeit Digital, wir versuchen solche Lösungen dann auch zu initiieren und es ist aber, gestaltet sich immer schwierig und ich bin sehr offen für Kooperationen, für Zusammenarbeit, für weitere Netzwerkknoten. Okay, gut. Was kommt hier noch in Hinweis, ihm? Ja. ein Hinweis Openki kenne ich, finde ich sehr cool. Ja, ich glaube, die waren noch die Gewinner vom DINACON Award, glaube ich, nächstes Jahr. Wirklich gutes Projekt, ja. Also die es noch nicht kennen, bitte mal kurz Blick reinwerfen. Es lohnt sich wirklich. Also es kommen Dann momentan, glaube ich, keine Fragen mehr.
Die Frage ist noch Chancen für Zusammenarbeit, wollte ich einfach noch was dazu sagen. Ja. Für Schule ist es vielleicht schwierig, aber vielleicht bin ich dann nur ein bisschen blind. Und so für die Jugendarbeit hat es vielleicht Potenzial. Da muss man mal genau gucken, da habe ich mir bisher noch keine Gedanken drüber gemacht. Also wenn keine Fragen kommen, können wir eigentlich den offiziellen Teil hier mal abschließen. Also Eike wird auf diesem Channel weiterhin verfügbar sein. Ich werde dann auch die Mikrofons einschalten. Wir schalten einfach momentan die Live-Übertragung ab. Und nochmals herzlichen Dank an dich, Eike, für deinen Vortrag. Ja, ich danke euch allen für das Mitdenken und ja, vielleicht reden wir jetzt noch weiter. Finde ich spannend. Und weiter.